Und die Horde rennt, sie macht alles nieder. Was? Willkommen zurück zu diesem lustigen Spiel da, wo ich mich noch ein bisschen mit meinem Ton auseinandersetzen muss. Zum Glück war das gerade nicht ganz so laut. Ich wollte eigentlich lautschmetternd singen. Und die Horde rennt! Und ich kann nicht singen. Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online, dem Spiel, wo ich kurz irritiert war, weil da hinten so ein komischer Musikant rumsteht. Wir stehen ja immer noch im Gideon rum, um ehrlich zu sein. Aber das ist überhaupt gar kein Problem. Wir reden nämlich erstmal mit diversen, jetzt nicht mehr ganz so gut gelaunten Ambitionen, nachdem sie ihre Zukunft gesehen haben, in der sie anscheinend als Machtquelle, also ich würde als Sklave sagen, aber das ist falsch, ne? Weil sie würden ja eher so als Energiequelle dienen, hieß es, soweit ich das verstanden habe, nicht wahr? Insofern, ach verdammte. Ja, gut, wenn man den Ton live testet. Naja, das klingt ganz gut. Nein, trotzdem nicht. Ja. Auf jeden Fall finden die das allgemein und überhaupt eigentlich gar nicht so gut. Und deswegen reden wir erstmal mit den beiden und gucken, was sie dazu zu sagen haben. Xyna wollte nicht helfen. Sie wollte uns ermorden. Wie viel mehr von diesen Fanatikern werden noch versuchen, uns zu opfern, bevor all das hier vorbei ist? Wenigstens habe ich für den Moment meine Kraft gebändigt. Es mag nicht anhalten, aber es ist besser als nichts. Warte mal, wann hat er denn seine Kraft gebändigt? Habe ich das irgendwie verpasst, dass das irgendwann mal zwischendurch passiert ist? Weil... Hä? Wann genau ist das geschehen? Wahrscheinlich ein Ritual, was ich verpasst habe, oder? Weil das habe ich jetzt so nicht direkt mitbekommen. Nun gut, wenn er meint, dass das geschehen ist, dann ist es bestimmt geschehen, nicht wahr? Was sagt sie noch dazu? Sombren hat nur versucht, uns zu helfen. Das weiß ich. Doch er hat uns dennoch an diesen schrecklichen Ort geführt. Was auch immer Xyna uns angetan hat, es hat mir einen Teil meiner Kraft genommen. Ich glaube, ich kann mein Feuer nun einsetzen. Es beherrschen. Zumindest eine Weile. Ach so. Also wahrscheinlich hat sie die Kraft weniger eingeschränkt, sondern eher sie genutzt. Die ist jetzt halt ja temporär woanders. Wie auch immer das mit diesen komischen Zinsen da funktionieren soll mit der Kraft. Es wurde übrigens mittlerweile angemerkt von einem Zuschauer, der hier nicht weiter benannt wird, dass das wahrscheinlich trotzdem den Pakt von Kalthafen verletzt oder so, weil... Das ist, ich referenziere mal die ganze Zeit zum Drachenpakt mit Lys, wie auch immer sie hieß. Die eine, die von der Hochelfen-Versklavung, bzw. Eliden-Versklavung befreit hat. Da gab es auf jeden Fall diesen Drachenpakt, der irgendwie, das war ja die Story hier mit der anderen Geschichte auch, dass das die Hauptstory mit Waren, dass das irgendwie den Drachenpakt irgendwie so semi-verletzen, deswegen können die auf einmal wirken. Aber es gibt ja noch, so Dazil hat ja auch noch diesen komischen Pakt von Kalthafen, der ja außerdem, und der, ich meine, der hat jetzt noch volle Macht. Wenn man davon nicht vergisst, es gibt ja noch andere Dedra, die das bestimmt auch nicht so gerne sehen würden, wenn hier irgendjemand mehr Runes Dagon hier irgendwie die Kontrolle gibt und jetzt hier ein bisschen mal Macht durch ein paar Ambitionen haben, hindert jetzt auch die restlichen, wie viel sind es? 11 Dedra? 8? 9? Nicht davon hier mal spontan einzugreifen, sagen, Junge, zurück. Weil eigentlich sind ja Dedra an sich so wie Krabben in so einem Eimer, ne? Die ziehen sich ja gegenseitig runter. Sombren? Xyna, sie gab mir nie Anlass zu der Vermutung, dass sie uns verraten würde, dass sie an unserer Erschaffung beteiligt war. Dass sie uns Merunes Dagon opfern wollte. Wenigstens scheinen die Zwillinge nicht kurz vor dem Explodieren zu stehen. Ja, das ist total beruhigend. Aber witzigerweise finde ich aber auch das ganze Ausbildungsding und danach Opfern-Ding war ja anscheinend dann doch von Anfang an der Plan. Was ich ja zwischendurch noch als komplett unsinnig und idiotisch beschrien habe. Ja, so viel dazu. Nun gut, meint ihr, dass das stimmt, dass er erschaffen wurde, um jene Macht umzunehmen, der Dagon nicht versah? Ja, ich meine, es stand mehr oder weniger wortwörtlich im Buch, ne? Lasst mich noch einen Blick auf Xynas Kontrakte werfen. Ja, hier steht es. Xyna hat ein heiliges Buch verwendet, um Vandasia zu zeigen, wie man die vier Ambitionen erschafft. Könnte es das Mysterium Xarxes gewesen sein? Sie war Dagon immer treu ergeben. Sie wollte uns nie helfen. Ja, welche Überraschung, die drauf verraten einen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt großartig überrascht bin oder sonst irgendwie vom Hocker gehauen werde. Yay. Nun gut, ich frage mal die vierte Mission. Bisschen nur von dreien. Ja, wahrscheinlich in der letzten Dings. Ich meine, es gibt ja anscheinend mehr Unheilsgewölbe, weil sie sind ja schon von einem Unheilsgewölbe zum anderen gezogen, als es Ambitionen gibt. Hoffentlich ist sie immer noch in einem Gewölbe eingeschlossen oder streift frei umher wie ich. Mich schaudert bei dem Gedanken, dass Vandasia sie gefangen genommen hat, während wir anderweitig beschäftigt waren. Ich bin mir nicht sicher, was wir als nächstes tun sollten, meine Freundin.
Ja, also es wird langsam hoffnungslos. Es ergibt sich bestimmt irgendwas. Das passiert in solchen Dingen immer irgendwie, ne? Es ist ja unwahrscheinlich, dass die vierte Dimension frei rumläuft. Oder sie ist schon lange explodiert. Weil das... Obwohl es sein, es gibt noch einen anderen D3, der sich explizit darum kümmert. Aber... Lyrant? Nee, die hätte uns immerhin, wenn auch nur aus reiner Rumtänzerei davon erzählt. Ja, wir finden schon noch einen Weg, ihn irgendwie zu besiegen, bestimmt. Ich hoffe, ihr habt recht. Doch ich weiß nicht, wie es von hier aus weitergehen soll. Wenn alle Strecke reißen, vernichten wir uns selbst, anstatt Dagon gewinnen zu lassen. Wir sind die Schlüssel dazu, um die Grenzen zwischen hier und den Totenländern einzureißen. Wir dürfen nicht in seine Hände fallen. Ja, wenn das mal so funktioniert. Also das ist diese Unausweichlichkeit, die wir da gesehen haben. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr sieht mir das irgendwie aus wie schlechte Schmierenpropaganda, ne? Naja, dann mal zurück in den Tempel und ich lasse mir was einfallen. Das klingt super. Kalia und Destron, sie haben keinen Grund, mir zu trauen. Nicht mehr. Doch ich werde sie weiterhin beschützen. Und irgendwie werde ich einen Weg finden, mir ihr Vertrauen wieder zu verdienen. Ja, sicherlich doch, aber auch, ja gut, das sich selbst zu vernichten. Ja, anscheinend sind sie ja erstmal gerade leer gesaugt. Aber das heißt auch, dass zumindest extern man ihnen immer Stück für Stück der Kraft abziehen kann, um sie irgendwie anders zu verwenden. Wie auch immer das mit der Macht funktioniert, ne? Das ist ja auch immer so die große Magiesystemfrage. Kurzer Ausflug ins Storywriting in der Geschichte. Wenn man so Magiesysteme in Fantasy-Romanen schreiben würde, dann muss man das ja immer irgendwie interessant gestalten. Es gibt da den Unterschied zwischen irgendwie der hohen Magie und der fantastischen Magie und der sehr mechanischen Magie. Ich persönlich neige eher dazu, das irgendwie mechanisch machen zu wollen. Also wenn das ist halt Jugendbücher Aragorn, der Paolini hat da auch irgendwie alles geklaut von irgendwo, aber das ist gerade mal ein schnelles Beispiel, das mir spontan einfällt. Bei dem ist ja irgendwie, die Magie ist ja relativ, je weiter weg ist, desto mehr Kraft kostet, je größer die Objekte, die du bewegst. Prinzipiell ist es quasi nur wie ein Muskel, den du im Kopf hast. Das Problem ist dabei, dass das irgendwie mit Erschöpfung geregelt ist und irgendwie auch mit Essen und irgendwie so richtig, aber das ist halt nicht wirklich eine Metrik, ne? Das ist schwierig, sowas zu messen. Da kannst du halt auch irgendwie nochmal den Star Wars Move machen. Aber auch Star Wars, die macht Dinge und das überhaupt nicht zu quantifizieren und so weiter und so fort. Und da meistens wird aber nicht geklärt, wo die Energie jetzt eigentlich herkommt, weil das ist ja Physik durch Wollen. Und dann gibt es dann zum Beispiel noch die Sanderson-Erklärung. Also bei Sanderson ist es so erklärt, dass alles, was du mit Magie machst, wie auch immer das Magiesystem der Welt gerade existiert, ist, dass du technisch gesehen das gar nicht in dir hast, sondern dass du das nur benutzt. Zum Beispiel in Mistborn, also mit Sanderson gehe ich gerade ganz gut aus, in Mistborn ist es zum Beispiel so, dass diese Metalle, die da benutzt werden, dass das eigentlich eher so ein Schlüssel ist, der dich halt zu der Macht, die weiter tiefer inhärent in der Welt liegt, kurz umgeleitet wird. Und diese Macht ist unvergänglich, die ist immer konstant und quasi unendlich. Und dann benutzt du die halt und dann ist die halt, kannst du die wiederverwenden. Also das ist, die ist nicht wirklich endlich. Und genau das gleiche passiert dann auch zum Beispiel in Stormlight Archives, ist es auch so ähnlich, nur dass die Macht da halt nicht per Schlüssel zugesteckt wird, sondern sie fliegt da halt durch die Gegend in Form eines Sturms und du kannst sie halt einsacken in Kristalle. So, wie das bei denen hier ist, weiß ich aber auch nicht, weil an sich ist ihre Macht ja irgendwie Zinses und Zinseszinsen? Also Energieerhaltungssatz ist halt immer so eine Sache. Ich meine, an sich kannst du natürlich den fantastischen Harry Potter Move ziehen und sagen, Energieerhaltungssatz, also ist egal, das macht, die hat man. Und die ist halt mehr und weniger und die Leute sind halt wie erschöpft oder nicht erschöpft. Egal, ich frage mal trotzdem, was hält er davon? Was immer Xyna auch getan hat, um sie auf die Opferung vorzubereiten, es scheint ihre Kraft gedämpft zu haben. Wie lange das anhält, kann ich nicht sagen. Doch bis ihre Kraft wieder ein unbeherrschbares Maß annimmt, sollten sie einsetzen können, um uns zu helfen. Ja, aber die Taktik scheint ja jetzt fürs Erste erstmal zu sein, dass bevor das unbeherrschbar wird, dass sie verwenden und einfach fröhlich Feuerbälle in die Luft hauen oder so, oder nicht? Na gut, und dann? Ich werde versuchen, die Zwillinge so auszubilden, wie Xyna mich ausgebildet hat. Wenn alles fehlschlägt, kann ich sie in die Totenländer bringen. Dieses Reich scheint uns von allein Energie abzuziehen und auf einem beherrschbaren Maß zu halten. Es ist nicht meine erste Wahl, doch als letztes Mittel sollte es genügen. Das ist natürlich interessant, dass sie in den Totenländern weniger mächtig sind. Also ich stelle mir das irgendwie gerade so vor, dass es irgendwie, dass sie wie so ein Filter funktioniert, dass die Ebenen von, die verschiedenen Oblivion-Ebenen, also die Totenländer, sind ja Nirren eigentlich überlagert. Also das ist sicher die Türme. Die Ebenen liegen ja eigentlich aufeinander, nur halt in einem vierdimensionalen Kontext, oder fünfdimensional, wie auch immer. Und dass die Magie, also die Macht der Totenländer durchsickert. Es tut mir leid.
Ich ahnte nicht, dass Xyna uns verraten würde. Sie wollte uns umbringen, Sombren. Es tut mir leid, mach das nicht ungeschehen. Ärgerlich. Destron, Xyna hat auch Sombren betrogen. Weil er dumm genug war, ihr zu vertrauen. Nun. Ich bringe das in Ordnung, ich verspreche es. Lasst uns zum Tempel zurückkehren. Wir sollten das nicht auf der Straße besprechen. In der Tat nicht. Der Tempel von Dibella, unfassbar sicherer Ort, kennt man ja. Dass quasi die Magie der Toten dann da durchsickert, solange die in dieser Ebene sind und sich dann halt da bleibt. Also quasi, dass so die Magie, die breit verteilt ist in den Totenländern, die Macht, quasi zu denen explizit durchsickert, weil die halt irgendwie wie so ein, das anziehen. Und normalerweise würde es halt so durch, würde es halt in die andere Richtung wieder zurücksickern, dass das, du würdest halt das nicht rausgefiltert kriegen, weil es Entropie und so. Und, also die wirken quasi anti-entropisch. Was diese Gleichverteilung der Macht der Totenländer angeht. Sie sorgen quasi für ein Machtungleichgewicht. Aber in dem Moment, in dem sie wieder in die Totenländer zurück sind, fluppelt der ganze Zeug, übrigens wieder zurück. So, ist schon der Computer schon wieder durch? Nee, leider nicht. Ich habe vorhin schon ein Buch angeklickt, bevor ich angefangen habe aufzunehmen. Und da hat natürlich sofort wieder Ole Bastian irgendwelchen Bullshit gelabert. Ich weiß aber gar nicht mehr, was das war. Ich dachte mir nur, Junge, wir müssen dringend irgendjemanden für dich finden, mit dem du irgendwie im Mondschein liegen kannst. Aber ich werde es nicht sein. Gideon ist nicht, wo wir diesen Kampf führen. Es gibt einen besseren Ort, um die Ambitionen zu verteidigen. Leavin? Da, wo die alle Adligen anscheinend gekauft sind? Obwohl, die sind jetzt ja anscheinend alle in den Totenländern mit dem Schiff gefahren. Insofern sind wir die vielleicht jetzt erstmal los, oder? Ihr seid zurück! Ich will alles erfahren, was geschehen ist. Doch, ihr solltet zuerst mit Gouverneurin Keshu sprechen. Ja, ist alles großartig schiefgegangen. Alle waren gegen mich und das, naja... Ihr kehrt zu einem finsteren Zeitpunkt zurück, Söldnerin. Während ihr fort wart, haben wir erfahren, dass die erwachende Flamme eine Armee versammelt. Ich fürchte, sie wird bald auf Gideon marschieren. Doch Evelyn meinte, ihr hättet die Ambitionen mitgenommen, um mehr über ihre Kräfte zu erfahren. Hattet ihr Erfolg? Oh, warte, aber wenn das mein Missionsziel war, dann war das ein absoluter Erfolg und ich weiß jetzt wesentlich mehr über die Ambitionen als vorher. Wenn es darum gegangen wäre, irgendwie das ganze Ding Konflikt hier zu beenden oder mit den Ambitionen, denen irgendwie mal richtig beizubringen, ihre Macht zu beherrschen, dann war der Auftrag nicht ganz so erfolgreich. Schon irgendwie. Wir schweben alle in Gefahr. Oh. Immerhin habt cool. ihr es geschafft, für die Sicherheit der Ambitionen zu sorgen. Dafür danke ich euch. Was den Kult anbetrifft, so haben Evely und ich Pläne geschmiedet. Yay. Doch zuerst möchte ich, dass ihr dies hier bekommt. Eine Vergütung für die Arbeit, die ihr bislang um Dunkelforsts Willen verrichtet habt. Seit wann ist sie ein ganz Dunkelforst interessiert? Ich dachte, sie ist jetzt doch schon ein bisschen lokaler und interessiert sich eher so für... Nun ja, geht ihr denn? Egal, wir kriegen Xynas Sturm. Ein Stab der verlotter Energie knistert, das Xynas Gemächer in den Totenländern stammt. Den habe ich dann anscheinend auf meiner eiligen Flucht mitgenommen, nachdem die Zwillinge auf einmal überraschenderweise Portale konnten. Und Haube der Schwarzflosse. Die Brise neckt euren gefiederten Kamm, wenn ihr euch mit diesem Helm ins Abenteuer wagt. Diese von Argonia gefertigte Kopfbedeckung ist der Nachempfunden, die Keshu, die Schwarzflosse trägt und bringt ihre Hingabe zu der Anführung ihrer optimistischen Vision für Erfolg zum Ausdruck. Eine Belohnung für das Abschließen der Questwaffen der Zwischung und Dunkelforst. Jo. Der Kult der erwachenden Flamme hat ein Netz um Gideon gespannt. Vandasia sammelt eine Armee, einschließlich der Wachen aus Garnisonen, die ihm schon immer treu ergeben waren. Er weiß, dass die Ambitionen hier waren. Und dass sie nun zurückgekehrt sind. Was macht dein Meisterspion eigentlich beruflich? Warum weiß er das alles? Nun, und jetzt? Nein. Die Stadt ist kein Ort für eine Schlacht. Wenn die Feinde einen umzingeln, steht man mit den Rückenschuppen lieber zu einem Baum. Wir werden die Ambitionen zur Feste Rotmähne verlegen. Die Kaiserlichen haben sie bereits vor Jahren aufgegeben. Doch meine Schwarzflossenlegion hat die Verteidigungsanlagen instand gesetzt. Jetzt fragt man sich natürlich, welche Gruppe mehr Personal hat. Die Schwarzflossenlegion, die eigentlich nur eine kleine Stadt ist. Wir stellen uns einfach mal vor, dass Gideon in Wirklichkeit wesentlich größer ist und noch umliegende Dörfer hat und so Zeug und so weiter und so fort. Aber, oder irgendwelche Kultisten, die bisher absolut im Verborgenen operiert haben. Und, ich meine, das ist so einfaches Fußvolk zu rekrutieren für deinen Kult. Ja klar kannst du irgendwie die Abgehängten... Und so ein paar andere Leute kannst du halt immer irgendwie nehmen oder so Militärs halt.
Also Soldaten, die kannst du wahrscheinlich schon noch mit ein paar Versprechen, die ein bisschen besser sind als, naja, kriegt der drei Banner, let's go. Kannst du da bestimmt noch ein bisschen was reißen. Aber so im Großen und Ganzen, wie viel ist denn das denn wirklich? Also, ich sehe das halt nicht, dass du als Kult irgendwie großartig Personal aufbauen kannst, selbst wenn du irgendwie noch die Deckung von den ehemaligen Ratsherren hast, ne? Also ich sehe das einfach nicht, dass du da großartig Personal zusammengebaut kriegst. Na gut, wirklich zur Festung Rotmähne, ist das sicher? Nein, ich habe eine andere Aufgabe für euch. Ruft so viele Verbündete zur Feste Rotmähne, wie ihr könnt, damit sie bei der Verteidigung der Ambitionen helfen. Ich habe meine Legion vorausgeschickt, doch ich fürchte, wir brauchen mehr Kämpfer. Toll. Bevor ihr geht, sagt den Ambitionen, was wir tun und warum. Sie vertrauen euch. Na gut, ich werde mit der Ambition sprechen, dann werde ich Verbündete für die Verteidigung der Rotmähne suchen. Sagt den Ambitionen, wir werden sie mit unserem Leben verteidigen. Nur eben nicht hier, wo so viele Zivilisten in Gefahr gebracht würden. Lasst uns die feste Rotmähne als Baum in unserem Rücken nutzen. Evely wird die Ambitionen sicher in die Feste geleiten. Sprecht mit ihr, bevor ihr aufbrecht. Eher als ob jetzt hier irgendwie... Okay. Machen wir es weiter. Wo soll ich denn noch Verbündeten suchen? Ja, vielleicht in Liawin? Ich überlasse die Einzelheiten euch. Toll. Überlegt, wem ihr in Dunkelforst geholfen habt. Evely hat vielleicht auch ein paar Ideen. Das klingt Denkt so als... daran, das ist keine Mission für einen Kurier oder Boten. Der Kult hat die Straßen von Dunkelforst besonders gefährlich gemacht. Dafür haben die auch noch Personal? Ich meine, das ist ja eine flächendeckende Operation. Wie genau machen die das? Jetzt könnte ich wahrscheinlich zu jedem komischen Dorf latschen. Das klingt so ein bisschen nach Endkampf, ne? Aber eigentlich... Ich muss ja mal ins Questlog gucken, wie weit wir sind. Na gut, nach Schwarzhausen-Region fragen wir nicht. Evely, wie schaut's aus? Sag den Ambitionen, dass keine Armee von irren Kultisten sie opfern wird, solange wir noch da sind. Aber versucht sie vielleicht lieber nicht allzu sehr zu beunruhigen. Was schwierig sein könnte. Wenn ich unsere Verbündeten um Hilfe gebeten habe, treffe ich mich mit Sombren und den Zwillingen, um sie zur Feste Rotmähne zu eskortieren. Welche Verbündete redet sie eigentlich? Bei jedem mit einer Armee, um uns zu helfen. Toll. Geht nach Leyawin. Ich bin mir sicher, Hauptmann Rian schickt gern die Elfenbeinbrigade, um euch unter die Arme zu greifen. Klar. Abgesehen davon, denkt einfach an alle, denen ihr hier in Dunkelforst geholfen habt. Hat jemand Soldaten, der sie vielleicht entbehren kann? Die Festung, gibt es ein paar Leute, gibt es? Das ist großartig. Mein Bruder Beragon meinte immer, Abenteuer würden am besten mit Gefallen bezahlt, die man irgendwann einfordern kann. Und? Auf wen können wir eurer Meinung nach zählen? Brigadeleutnant Varia an Hutanzell. Er meint ja schon mehr was. Wer? Dann fordert diese Schuld unbedingt ein. Mehr Brigadisten wären sicher hilfreich, wenn der Orden der erwachenden Flamme die feste Rotmähne angreift. Den drei Winden von Steinrot? Die legendären agonischen Krieger? Von denen habe ich gelesen. Ihr müsst sie fragen. Ich hoffe nur, sie kommen auch. Wie gern ich sie treffen würde. Ihr werdet sie doch für mich fragen, oder? Wir könnten ihre Fähigkeiten an der Feste Rotmähne brauchen. Ja gut, ich werde nachfragen, so helfen. Ja, genau. Sagt Sombren und den Zwillingen, ich werde bald zu ihnen stoßen. Ich muss noch ein paar Einzelheiten mit der Gouverneurin klären. Geht danach zu Hauptmann Rian und trefft mich an der Feste Rotmähne. Doch braucht nicht zu lange. Es wäre mir lieber, wenn ihr dort wärt, wenn der Kult angreift. Ja, ja, die Ambitionen sind übrigens erschüttert von den Dingen, die ich noch gar nicht erwähnt habe. Ihr seid in die Totenländer gereist und habt die Ambitionen mitgenommen? Was habt ihr euch denn gedacht? Zitat Anfang. Ah, da ist ein Questfall hinterher. Zitat Ende. Ja, ja, Sombren kannte jemand, der ihnen helfen konnte und dann hat es doch nicht so geklappt. Was hattet ihr denn gedacht, was in den Totenländern geschehen würde? Dort verwahrt doch Mirunes Dagon seinen ganzen Kram. Ups. Nun, wenigstens sind alle zurückgekehrt. Nun müssen wir sie nur vor Vandasia und dem Orden der erwachenden Flamme bewahren. Toll. Was haben die beiden jetzt noch zu quatschen? Einfach nichts? So viel sind Themen, wir quatschen noch. Aber schön, dass man das Fähre über Tische fahren kann. Nun gut.